Hallo allerseits. Wir haben Abend. Selbst bei uns wird es jetzt gerade schon ein bisschen dunkler. Liegt aber daran, dass ein Regen aufzukommen scheint. Wir hatten den ganzen Tag herrliche Sonne, 13, 14 Grad und es war wie der Frühling. Und wenn ein solches Wetter herrscht und die Wesenhaften in den Sonnenfunken herumtanzen, dann geht's einem gut. Dann ist es egal, was in der Welt gemeldet wird. Wir nehmen es ja ernst, aber man muss auch Zeiten haben, wo man abschaltet, wo man sich die schönen Dinge anschaut, wenn man draußen ist, die Natur genießt, diese herrlichen Gerüche aufnimmt. Der Herbst riecht gut. Nicht nur in Deutschland oder Österreich, Schweiz, sondern auch hier in Kanada. Der Herbst riecht richtig gut. Der erweckt den Eindruck von Erde, Wärme, Schutz, Sicherheit. Dazwischen weht es ein bisschen. Das heißt, es sind Stürme und Winde. Aber wenn wir draußen stehen mit den Füßen auf der Erde, uns nach oben ausrichten, jo, dann stehen wir richtig. Ja, ihr Lieben, es ist eine schwierige Zeit. Und hier kommen viele E-Mails an von euch, die ihr eure Regeln gefunden habt für euch selber, für euer Leben, wie ihr gut durchkommt durch Gebete, durch gutes Denken, schönes Denken, eben auch durch die Tatsache, dass ihr euch mit den guten Dingen der Erde beschäftigt. Und andere wiederum sagen, ja, das helfen. Wir haben ja gestern in der Sprachnachricht auch darüber gesprochen. Die heutige wird übrigens nicht so lang, weil wir hier ein bisschen Internetschwankungen haben und das Überspielen dann ewig dauert. Also ich sehe das gerade auch an anderen Nachrichten, die ich so verschicke. Deswegen, ich möchte euch heute etwas vorlesen aus einem Büchlein, aus einem Buch von Bertha Dudde. Bertha Dudde ist geboren gewesen, wartet mal, ich will mal gerade schauen, ich hatte das gerade aufgemacht. Am 1. April 1891. Und sie, ja, wie soll man sagen, sie wird bezeichnet als jemand, der etwas an Offenbarung bekommen hat und aufgeschrieben hat. Also sie hat so die Gefahren der letzten Tage eben auch geschildert, hat ein, also es wurden aus ihren vielen, vielen Aufzeichnungen, die sie gemacht hat, wurden mehrere Bücher veröffentlicht, da wurde das so zusammengenommen. Es heißt, ihr Gesamtwerk besteht aus 90.030 fortlaufend nummerierten und datierten Einzelkundgaben. Und die sind halt zum Teil veröffentlicht worden. Und mir hatte jemand, eine Familie, die wir gut kennen, aus Deutschland, die hatten uns ein Büchlein geschickt von ihr, die letzten 7 Jahre der Erde. Ich guck mal, ob wir das finden, ob wir das einstellen. Da stehen wirklich viele Dinge drin, gerade was die jetzige Zeit angeht. Es ist auch wie eine Art Prophezeiung. Ich möchte das jetzt nicht in den Rang der großen Propheten erheben und ich kenne sie auch zu wenig, aber ich habe mich ein bisschen quer gelesen durch das Buch und die Dinge, die sie aufschreibt, machen an sehr vielen Stellen Sinn für mich. Also sie konzentriert sich eben vor allem auf die erforderliche Tatsache für jeden Menschen, sich zu verändern. Und zwar dahingehend, dass er besser wird. Ich weiß, ich nerve euch ungemein damit. Ich hoffe nicht, aber manchmal fühlt es sich für mich so an, man könnte ja auch über skandinavische Tänze sprechen oder über irgendwelche Kochrezepte. Das machen wir ja auch an anderen Stellen, wenn es um Hildegard geht. Tänze bin ich jetzt nicht zuständig, ist mir gerade nur so eingefallen. Aber dafür ist dieser Kanal, dieses Abendgebet nicht gedacht, sondern
Ja, Andreas und ich sind der Meinung, und deswegen gibt es dieses Abendgebet, dass wir jetzt wirklich in dieser sehr wichtigen Phase, in der wir Menschen, die Menschheit sich befindet, dass wir wirklich alles tun müssen, um das zu lernen, was wir gezwungen werden zu lernen oder nicht weiter können. Der Christ von morgen, sinngemäß hat das ein Erzbischof vor vielen Jahren gesagt, nachdem er vorher über spirituelle Erkenntnisse gesprochen hat. Und er sagte, der Christ von morgen muss weit über alle Grenzen, die bisher gelten, hinausdenken. Und entweder er wird spirituell oder er ist nicht mehr. Und das scheint doch auch wirklich für viele, die sich mit diesen Themen beschäftigen oder die auch Beeindruckungen bekommen, um darüber reden zu sollen, für viele scheint das immer klarer zu werden. Für uns auch. Also wer diese drei Bände im Lichte der Wahrheit liest, das Grundlagenwerk überhaupt, das Grundlagenwerk für alle Fragen, wenn man das gelesen hat, hat man keine Fragen mehr. Also die Fragen sind nicht nur beantwortet, man hat auch keine mehr, weil man alles selber erkennen und erklären kann, wenn man die Schöpfungsgesetze kennt. Und auch in diesen drei Bänden wird immer wieder deutlich gemacht, was unsere Aufgabe jetzt ist. Ich meine, wer bis jetzt nicht erkannt hat, dass wir über Nacht eine andere Gesellschaft werden, über Nacht der Dinge beraubt werden, die für uns selbstverständlich gewesen. Wer nicht erkennt, dass hier etwas nicht Erklärbares geschieht und wer vielleicht sogar noch darauf wartet, dass alles wieder wird, wie es mal war, dem kann ich nicht mehr helfen. Also das ist einfach eine Frage, eine Sache, die wir auf gar keinen Fall anders sehen dürfen, als wie wir es immer wieder versuchen zu sagen. Wir müssen uns ändern. Und ich werde euch diesen Absatz, diesen kurzen Absatz vorlesen. Und da heißt es, den hatte ich für euch rausgesucht, für die Zeit, die auf uns zukommt. Nur gegenseitig können sich die Menschen beistehen. Und in dieser Nächstenliebe werden sie kraftvoll unterstützt werden von oben. Sie werden Arbeiten bewältigen können, die an sich über ihre Kraft gehen. Doch der Wille zu helfen trägt ihnen außergewöhnliche Kraftzufuhr ein. Der Wille zu helfen wird sich segensvoll auch an ihnen selbst auswirken, so dass der hilfsbereite Mensch geistig und irdisch empfängt, was er abgeben möchte, und auch die eigene Not dadurch behoben ist. Die Kraft des Glaubens und der Liebe wird sichtlich in Erscheinung treten und jeder Mensch kann sich sein Los erleichtern, so wie er des Nächsten gedenkt und nicht nur der eigenen Not. Um die Liebe aufleben zu lassen, kommt diese große Not über euch, weil nur die Liebe euch erlösen kann und sie stets mehr und mehr erkaltet, je näher das Ende ist. Und wer noch liebefähig und liebewillig ist, den wird die Not nicht niederdrücken, sondern er selbst wird sie bezwingen, Kraft seiner Liebe zum Nächsten. Und es kann der Mensch viel vollbringen, so er nur Gott um Unterstützung anrufet und Hilfe begehret für andere. Wer aber den Mitmenschen ausnützet und sich durch dessen Not Vorteil zu schaffen sucht, der wird am Ende zu jenen zählen, die von der Erde verschlungen werden, am letzten Tage. Ja, ihr Lieben, sie sagt sogar, er wird zu denen zählen, die verdammt werden. Das ist dann nochmal ein extra Thema. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie Jesus es gesagt hat. Wir sprechen oft darüber.
Fangt damit an, falls ihr den Zugang noch nicht so ganz gefunden habt. Hört den Menschen zu, die mit euch sprechen. Auch wenn ihr eine ablehnende Haltung habt, weil aus irgendwelchen Gründen ihr dazu gekommen seid. Hört ihnen trotzdem zu. Lauscht euren Kindern, was sie zu berichten haben. Lauscht eurem Partner, eurer Partnerin. Auch wenn ihr das schon oft gehört habt, stellt doch mal Fragen, anstatt es einfach wie immer an sich heruntertropfen zu lassen wie ein Regenguss. Wie meinst du das? Was hat das zu bedeuten? Du hast es schon so oft gesagt, kannst du mir darüber näher was sagen? Ich möchte das mal verstehen. Und dann auch dranbleiben, wirklich zuhören, eine Diskussion entfalten lassen. Tja, ihr Lieben, das sind unsere Herausforderungen, damit wir durch diese Zeit durchkommen. Ich bin meiner Mutter eigentlich sehr dankbar, weil meine Mutter hat uns immer gesagt, uns Kindern, wir waren 4, der liebe Gott sieht euch überall. Glaubt nicht, wenn ihr alleine in einem Zimmer seid, dass er euch nicht sieht. Aber noch mehr, er kennt auch eure Gedanken, eure Vorhaben, eure Urteile. Das habe ich jetzt dran gehängt. Das bedeutet, bevor wir jemanden anderen verurteilen, sollten wir innehalten und uns fragen, dürfen wir das wirklich so weiter denken? Sind die Gedanken wirklich frei? Nein, sind sie nicht. Klar könnt ihr alles denken, was ihr wollt, aber ihr verursacht damit etwas. Denn nicht nur die dunklen, angstvollen, sorgengetränkten Gedanken sind die, die die Formen, die Wolken, die Zentralen über uns entwickeln und nach der Anziehung der Gleichart zusammenziehen lassen, dass sie immer größer und stärker auf uns einwirken. Also nicht nur das ist es, sondern wenn jemand über einen anderen schlecht denkt oder spricht oder gar schlecht gegen ihn handelt, dann entwickeln sich unsichtbare Fäden und wir sind mit ihnen verbunden. Wenn wir dann uns sogar näher gekommen sind und vielleicht Bussi-Bussi und man sich getroffen hat und sich duzt und so weiter, huiuiui, das ist ein ganzes Fädengewirr, was wir damit anrichten und wie ein Gitternetz uns mit dem anderen verbinden. Ja, und wer vielleicht dem einen ins Gesicht lächelt und schlecht über ihn redet, machen viele, der bindet diese Personen an sich. Und beim Hinübergehen, wenn wir eines Tages hinübergehen müssen, kommt es darauf an, wie viele Fäden haben wir nach unten gespannt ins Dunkle und wie viele nach oben mit Liebe und Helfen, Glück für andere, anderen geholfen. Und diese Fäden, die Kraft der Fäden, die Mehrzahl der Fäden entscheidet darüber, wirst du nach oben gezogen oder nach unten? Und das sollten wir uns bei jeder Aussage, die wir tun, bei jedem Gedanken, den wir hegen, über andere, gegen andere oder sogar Pläne oder Taten, sollten wir uns genau überlegen. Denn diese Gesetze, die auch in den 3 Bänden wieder beschrieben werden, im Lichte der Wahrheit, die wirken, ob ihr es wollt oder nicht, und zwar seit urewigen Zeiten. So etwas nennt man Karma. Und das entscheidet, wie euer Weg weitergeht, wie unser aller Weg weitergeht. Ich habe vorhin ein Video eingestellt von einem kongolesischen Mediziner, der 2018 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Es dauert nicht lange, es ist ein Ausschnitt aus seiner Rede.
Wow. Darin berichtet er, wie das kongolesische Volk seit Jahrzehnten in Schach gehalten wird, gequält, gedemütigt, gefoltert durch die Unterstützung und Hilfe der westlichen sogenannten Wertegemeinschaft. Und er sagt, wer heute ein Mobiltelefon hat, dieses Mobiltelefon wurde unter menschenunwürdigen Umständen hergestellt, weil im Kongo Kinder, zum Teil kleine Kinder, in die Minen geschickt werden und die verschiedenen Minerale abbauen müssen. Und die verschiedenen Ressourcen, Lithium, Kobalt und so weiter, was da alles reinkommt. Und er sagt, wer heute gemütlich mit seinem E-Auto durch die Gegend fährt, der sollte wissen, wie das alles zustande gekommen ist. Er sagt, und wir machen uns alle mitschuldig, dass wir es einfach zulassen, gedankenlos, vorwurfslos. Ich bringe ja immer wieder hier Beispiele dafür, dass niemand von uns sagen kann, ich bin unschuldig, ich habe mit all dem nichts zu tun und ich bin ein unschuldiges Opfer. Diesen Zahn möchte ich allen ziehen. Wir sitzen alle so richtig in der Tinte. Und wir können nur da raus, wenn wir beschließen, gut zu werden, aufmerksam zu werden, auf den Nächsten schauen. Ja, jetzt werden eine Menge Leute sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt mein Mobiltelefon wegwerfen? Nein, das sollt ihr nicht. Denn diese Ressourcen sind zum Beispiel schon verbraucht, die sind schon eingearbeitet. Aber wenn es nicht mehr funktioniert, wendet euch an Spezialisten, die dieses Mobiltelefon, die Stoffe, die Ressourcen, die da verarbeitet wurden, rausziehen, diese Rohstoffe wiederverwenden. Und überlegt euch dreimal, ob ihr mit jeder neuen Saison ein neues Mobiltelefon braucht. Aber vor allem redet über die Dinge. Schaut euch bitte das Video an. Ich habe es heute nach eurer Zeit ungefähr zwischen Mittag und Nachmittag eingestellt. Schickt es an andere. Verbreitet es. Das ist politisch korrekt. Der Mann hat den Friedensnobelpreis bekommen. Das wird auch nicht bei Facebook gelöscht, glaube ich jedenfalls nicht. Und lasst diese Dinge bei euch. Vergesst sie nicht wieder. Öffnet die Augen für all das, was hier passiert. Prüfen. Das steht auch in dieser Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit. Alles immer prüfen, von Grund auf. Ja, wir haben eigentlich eine viel größere Verantwortung, als wir es uns vorstellen. Und ich weiß, viele haben jetzt ganz andere Probleme. Aber wenn ihr Probleme loswerden wollt, fangt an, euch um diese Sachen zu kümmern. Weil, so wie es gerade auch von Bertha Dudde vorgelesen wurde, erst dann kann euch auch geholfen werden. Und wie meine Mutter sagte, der liebe Gott sieht alles. Der sieht, was du Böses machst, der sieht aber auch, was du Gutes machst. Und nach dem Gesetz der Wechselwirkung kommt auch Gutes zurück. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Diesen wichtigen Satz auch von Jesus gebracht. Der Mensch sät, was er erntet. Nee, der Mensch erntet, was er gesät hat. So, Entschuldigung. Und er muss übrigens vielfach das ernten, was er gesät hat. Vielfach. Seht ihr ja auch, wenn man eine Kartoffel in die Erde steckt und im Herbst dann 10 Kartoffeln rausholt. Man sät eine Kartoffel und erntet 10. Ungefähr. Also heißt das auch für unser Karma-Gesetz. Das, was wir säen, werden wir vielfach ernten. Gutes wie Schlechtes. Ja, das ist, glaube ich, das, was uns nicht mehr loslassen sollte.